Vor allem, ich denke mal, in nächster Zeit, da wird das noch mehr kommen, dass YouTube auch noch professionalisierter wird. Soll heißen, echte Filmteams und sowas. Es kommen ja mittlerweile immer mehr offizielle so ARD-Berichte und sowas. Gibt's auch alles auf YouTube mittlerweile. Finde ich auch mal ganz interessant. Moment, jetzt muss ich aber erstmal nach oben. Ach, da rechts ist ja auch noch was zum Hochgehen. Alles klar. Aber ich gehe mal als erstes links hoch. Wobei, ich denke, das führt auch beides in der Mitte. Und ich finde das eben halt diese Entwicklung, von der ich gerade vor ungefähr 10 Sekunden gesprochen habe. Also, dass YouTube immer professioneller wird, das finde ich sehr, sehr genial. Fu. Fu. Ah. Ich habe es geschafft. Boah, ich hatte schon ganz so Herzklopfen, so nein, nein, nein. So, das tun wir jetzt doch mal hier hin. Ja, wir machen uns das ein bisschen leichter. Meine Fräse. Eine Fräse. Ist ja auch kein Weltuntergang, ne? Doch, ist er. Doch, ist er. Voll der Weltuntergang. Ja, warte, welches Dai war das überhaupt? Yellow. Die heißt doch irgendwie Färbemittel oder so, oder? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Oh, das ist die Kiste. Ja, es war sehr leicht, ich weiß. Tut mir leid. Ja, ich hatte gerade ein Bäuerchen. Deswegen habe ich so komisch vorgelesen. Ah, hier geht's auch wieder raus. Easy. Boah, jetzt habe ich sogar den Zaun hier noch übersprungen. Ich bin so genial. So, hast du alle Dice? Wenn nicht, hol sie und dann hoch hier. Ha ha ha. Scheiße, ich bin jetzt abgerutscht. Egal, neu einsammeln und dann nochmal hochrennen. Total verzweifelnd. Yes, es ist total verzweifelnd. Yeah. Hail to the King, Baby. Was ist das eigentlich für kranke Musik? Kann ich gar nicht einordnen, ob das Rock, Kirchenrock, hier so White Metal, kennt ihr das? Also Metal müsste wohl, denke ich, bekannt sein, so, ne? So Richtung Metallica und bla bla bla. So jemals, ja, Metal, Rock, harter Rock kann man sagen. Höh, der hat was Hartes unter seinem Rock. Jetzt irritiert mich das so sehr mit dem harten Rock. Was wollte ich denn jetzt sagen? Nein! Scheiße. Harter Rock, wo war ich stehen geblieben? Ach, ich weiß es auch gar nicht mehr. Naja. Müssen wir uns ein neues Thema suchen, ne? Ja, suchen wir uns ein neues Thema. Genau, das habe ich noch gar nicht erwähnt in dieser Aufnahme. Wahrscheinlich schon der zweite Part, also der insgesamt fünfte schon, an der ich in der Map sitze. Das ist Misas Texture Pack. Ich weiß, alle wissen es von euch und sagen dann, das ist ja voll scheiße, wir wissen das alles schon, wieso sagst du das denn noch? Ja, und dann gibt es eben halt noch so einige. Ich weiß das noch nicht, welches Texture Pack das ist und ja, ich erwähne es, ich schreibe es in die Beschreibung, sogar mit Download-Link. Und ja, soll ich das noch großartig sagen? Also wer das nicht sieht, das ist schon echt dann ein kleines bisschen lächerlich. Ach genau, jetzt weiß ich wieder, worauf ich hinaus wollte. Und zwar zu White Metal. Also Metal ist klar und hahaha. Und White Metal ist eben halt so Kirchenrock. Ich habe keine Ahnung, wer sich sowas reinzieht. Also ich persönlich bin ja nichts religiös. Ich bin Atheist. Stehe ich auch zu. Darüber will ich jetzt eigentlich auch nicht großartig drüber reden. Aber White Metal habe ich mir auch noch nie angehört und ich glaube, ich werde mir das auch niemals reinhören. Ne, das ist. Es klingt schon so doof. Und jetzt kommt die confusing Musik.
Wenn wir es jemals schaffen gegen diesen Enderman, er könnte uns total fertig machen. Ich wette, ich muss im Enderman gleich noch kämpfen. Also kämpfen bzw. Jump'n'Run machen, Dingsbums. Aber die Map ist trotzdem sehr nice. Das kann ich soweit schon mal als Feedback geben. Oh Gott. Nein, tot. Oh nee, doch nicht. Ich lebe. Hahaha. Oh, die Musik, die wird jetzt aber cool noch. Oh yeah. Na gut, fange ich nicht wieder mit diesem Disco-Gedöns an. Okay. Nein, tot. Ich sterbe gar nicht, ne? Dabei sterbe ich doch so gerne. Ich habe ja schon so suizidale Tendenzen. Ja. Ja, das hat wahrscheinlich jetzt nicht die Hälfte verstanden, so. Was sind suizidale Tendenzen? Tja. Google is your friend. Und, das muss ich vielleicht auch nochmal erwähnen. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich in letzter Zeit sehr, sehr viele Videos raushaue. Das liegt aber daran, dass ich momentan noch Ferien habe. Also in der Aufnahme, wo ich jetzt bin, schon. Aber dann in der Zukunft, also wenn ihr das Video seht, dann habe ich schon gar keine Ferien mehr. Und ich weiß nicht, ob dann immer noch genauso viele Videos kommen. Weil mittlerweile, also ich hau ja jeden Tag ein Video, wenn nicht zwei raus. Okay, eigentlich hau ich öfters zwei Videos raus als eins. Aber egal. Und, ich will da hoch. Auf jeden Fall weiß ich nicht, ob ich das dann weiterhin so halten kann während der Schulzeit. Also die ersten drei Wochen, das wird vielleicht gehen, weil ich da, Sozialpraktikum habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da muss man sich so mit in sozialen Institutionen, wie zum Beispiel Kindergarten oder, Altersheim oder irgendwie sowas muss man, die Bitch. Da muss man dann so, drei Wochen drin sein und dann so ein bisschen Abenteuer leben. Sag ich jetzt einfach mal so. Ja, also alten Menschen helfen und sowas, bla bla bla. Also was Langweiliges. Und ja, ich weiß, ich cheate gerade. Aber ich rede dabei und das soll euch ablenken von meinem Cheaten. Ja, auf jeden Fall bin ich da die ersten drei Wochen der Schule und da kann ich dann vielleicht noch ein bisschen mehr raushauen. Also immer noch genauso gleich viel. Red Die. Die, Bitch. Und aber sobald nach diesen drei Wochen, das ist am Ende Januar dann, da beginnt dann eben halt die richtige Schule für mich. Und ja, da weiß jemand nicht, ob ich da dann wirklich was großartig raushauen kann. Also zumindest so viel wie jetzt. Also klar, ich werde dann noch weiterhin. Ich werde dann auch noch weiterhin Videos machen, aber ob das so von der Qualität genauso groß sein wird, das weiß ich nicht. Out. 3 Minuten. 3 Minuten und 3 Versuche. Sei vorsichtig und pass auf. Oh oh. Ach, das ist der Trank gegen Feuerschutz, ne? Für alle, die es nicht wissen. Okay. Die ersten paar Meter kann ich ja noch so schaffen. Wo muss ich denn überhaupt hin? Was eigentlich, wenn ich das nicht schaffe? So. Boah. Autsch. Ah, Schmerzen. Tut mir voll weh. Lol. Cool, ich habe diesen Trank noch niemals genommen. Aber ich habe das erste Ding schon mal geschafft. What the fuck? Okay, die Schilder sind schon mal sehr strange positioniert. Ich glaube, so kann man die auch nur im Creative-Modus platzieren. Ja, und ich bin hier der Einzige, der cheatet, ne? Der Map. Aber der hat auch gecheatet. Und no. Ein No-Go. Was mache ich denn?
Ich ein Vollidiot. Ey, du bist voll der Vollidiot. Ja, ja, niemand hat dich gefragt, Hater. Wie soll man das schaffen? Ach, wieso gehe ich denn jetzt wieder hier rauf? Jetzt mal im Ernst. Oder eben halt im Peter. Also. Haben wir den jetzt gecheckt hat? Wie soll man das denn schaffen? Ah, funktioniert. Okay, jetzt go, go, go. Achterbahn. Lava-Achterbahn. Die Achterbahn des Todes. So. Achso. Und das zieht aber auch Zeit, ne? Ich stehe die ganze Zeit unter Zeitdruck, ne? Gott, schneller. Ja, auf. Ah, da ist eine Leiter dran. Ich dachte gerade, müsste von der Lava aus. Darauf. Easy, ja, ich hab's geschafft. Hier runter. Yeah! Flasche kann ich mal weglegen. Yeah! Final Fantasy Musik. Wisst ihr, Final Fantasy wäre auch mal eigentlich ein guter Kandidat zum Let's Playen, aber ich habe kein Final Fantasy auf dem PC. Nein, tot. Traurig. Ich könnte mir so ein, wie heißen diese Dinger nochmal? Konverter? Nee. Wie heißen die nochmal? Wie heißen diese Dinger nochmal? Ich hab's komplett vergessen. Mit denen man so alte Spiele zum Beispiel auf dem PC zocken kann. Oder eben halt nicht PC-Spieler. Keine Ahnung. Gameboy-Spiele. Oder was weiß ich. Konverter? Nein. Es liegt mir auf der Zunge. Ganz ehrlich. Aber... Ja. Schöne Scheiße. Erstmal schöne Runde gestorben. Also, schöne Runde gestorben und nicht eine schöne Runde gestorben. Was heißt, eigentlich bin ich ja gar nicht gestorben. Wieso verkacke ich den Sprung eigentlich? Verstehe ich auch nicht. Gehe ich mal hier rechts hoch. Vielleicht ist es hier einfacher. Habe ich auch noch gar nicht ausprobiert, ne? So. Schon mal alles hier. Ach, haha. Ganz einfach. Natürlich. Ganz einfach. Ja. Mache ich mit links. Um ehrlich zu sein, mache ich das ja auch mit links, weil ich ja mit links die Tastatur steuere.